die Helikoptersprühflüge, die müssen spezifische Abstände einhalten. Je nach Pflanzenschutzmittelprodukt ist das 30 bis 60 Meter zur Wohnfläche oder auch zum Gewässer. Und dann gibt es auch andere schützenswerte Strukturen, wie zum Beispiel Waldränder, Hecken oder auch Gehölzstrukturen. Und dort gilt der 20 Meter Abstand, wo sollte von diesen Sprühflügen eingehalten werden. Im Rahmen des Pflanzenschutzmittelreduktionsplans hat Vision Landwirtschaft in 2013 eine tiefgründige Analyse durchgeführt im Bereich Helikoptersprühflüge im Walliser Rebbau. In diesem Bericht in 2013 hat Vision Landwirtschaft aufgezeigt, dass die Mindestabstände ab und zu nicht eingehalten werden. Eine Gefahr ist, dass wenn auch Flächen wie Strassen mit besprüht werden, dass nachher, wenn es regnet, dass die Pflanzenschutzmittel auch in Grundwasser- oder Oberflächengewässer gelangen können. Da gibt es auch eine spezifische Studie von EAWAG, die geschaut hat, wie viele Pflanzenschutzmittelrückstände man in einem kleinen Bach findet, und hat dort einen Pestizidcocktail von 64 Substanzen nachweisen. Die Substanzen, die man teilweise appliziert, die sind nicht ganz unproblematisch. So hat man auch bei der Fungizid diverse Substanzen, die krebserregend sein können oder auch die Wasserorganismen nachhaltig und stark schädigen. Pestizide, das weiss man, die haben natürlich ganz einen negativen Einfluss, insbesondere auf Biodiversität, aber auch auf die Gesundheit des Menschen. Wir sind auch Teil von dieser Biodiversität. Und unter Biodiversität da, reden wir von Gewässerorganismen, von den Vögeln, die Insekten fressen, die vielleicht eben verunreinigt sind durch die Pestizide. Die Insekten selber, das Insektensterben ist ja ein grosses Thema im Moment. Helikopterflüge und Sprühapplikationen, das ist einfach eine ganz ineffiziente Art und Weise, Pestizide anzubringen, weil ein grosser Teil von diesen Produkten und Wirkstoffen kommen gar nicht dort an, wo man es eigentlich gerne will. Man sagt dem Abtrift, die verfliegen irgendwo via Luft in die nächsten Gewässer oder in den Wald, in die Hecken und so weiter, im Boden eben auch. Und von dem her denke ich mir, das eine Methodik, die ein bisschen von früher ist, die man nicht mehr unbedingt so umsetzen sollte. Also bei der Luftverfrachtung von Pestiziden haben wir auf 4 Flächen, Bioflächen an verschiedenen Standorten in der Schweiz, sogenannte Luftbehältersammler von Pestizidrückständen aufgestellt, wo wir über 6 Monate lang immer wieder getestet haben und analysiert haben, was für Pestizidrückstände findet man. Und es war recht schockierend gewesen, dort auch zu merken, dass man eigentlich auf all diesen Bioflächen in diesen Luftauffangbehältern Pestizidrückstände gefunden haben. Was spannend war, ist, dass unsere Studie eigentlich noch mehrere Monate bevor ein neuer Studienstart publiziert wurde, wo dann auch das Bundesamt für Umwelt eine punktuelle experimentelle Studie gemacht hat, um zu schauen, wie weit werden gewisse Wirkstoffe tatsächlich auch verbreitet. Die Studie ist sehr lang unter Dach und Fach geblieben, also auch klar bis nach dem 13. Juni 2021, was auch sehr auffällig ist. In dem Sinne sehen wir schon, es hat einen gewissen Diskurs angeregt. Man hat ein bisschen Angst gehabt vor der Sensibilisierung. Was bedeutet das, wenn es jetzt in der Bevölkerung bekannt wird, dass die Luftverfrachtung tatsächlich ein Thema ist? Leider aber sehen wir, dass wirklich der Wille zum Agieren und zum Schützen von den Pestiziden in der Luft weiterhin mangelnd ist. Jeder Winzer muss eigentlich selber kontrollieren, wie gespritzt werden, die Distanzen eingehalten, die Drohnen auf meiner Parzelle drehen. Ich hoffe, dass man wirklich nur noch mit Bioprodukten mit dem Helikopter spritzen kann, eventuell auch Drohnen.
Ich denke, Drohnen sollten in der Direktive von Helikopterspritzung unterstellt sein, dass man Distanzen einhaben muss. Ich denke, wir sind eh am Anfang von einem Paradigmenwechsel. Das heisst, ich denke, die Norm sollte Bio sein und alle anderen konventionellen müssen aufpassen, dass sie Bio nicht in Abdrift geben. Im Moment muss Bio aufpassen, dass sie keine Abdrift bekommen. Und da muss man jetzt wirklich mal hinter die Bücher und das korrigieren. Die Analyseergebnisse von dem Bericht, den Vision Landwirtschaft in 2013 hergestellt hat, haben die Grundlage geliefert, um den Dialog mit kantonalen und Bundesbehörden zu suchen. Es hat dann auch einen intensiven Austausch stattgefunden von Seiten des Kantons Wallis mit Behördenvertreterinnen, mit Leuten von Vision Landwirtschaft und auch mit landwirtschaftlichen Organisationen. Es ist eine grosse Arbeit gemacht worden, letztes Jahr oder letzten zwei Jahre von Bio Valais. Sie haben einfach mit den Bio-Winzern korrespondiert und gesagt, hey, wenn ihr Sachen sagt, die nicht passen, die die Limite nicht eingehalten werden, euch zu melden. Und dann hat es eine Kommunikation gegeben, Meetings gegeben zwischen den Verantwortlichen, die spritzen, zwischen dem Kanton und Bio Valais. Also, es ist schon ein Sensibilisierungsprozess im Moment, der sehr wichtig ist. Das hat nicht existiert bis vor zwei Jahren. Es ist natürlich das Wichtigste, dass man miteinander kommuniziert und sagt, das geht nicht, das müssen wir machen. Das ist schon auf einem guten Weg, denke ich, im Moment. Es fehlt noch an vielen Orten und Stellen. Einerseits braucht es noch mehr Transparenz und noch mehr Unabhängigkeit von den Stellen, wo die Wirkstoffe und die Folgen auch untersuchen, beziehungsweise auch von der damit verbundenen Interessengruppe, also vor allem auch von den Produzenten von solchen Pflanzenschutzmitteln, aber eben auch der Unabhängigkeit von Agroscope. Andererseits braucht es auch eine Kostenabwälzung von diesen intensiven Studien, auch auf die eben ein Interesse haben, solche neue Wirkstoffe zuzulassen. Und da braucht es ganz klar einen anderen Ansatz. Also wir dürfen wie nicht uns auf was in der Labor eigentlich analysiert wird, nur verlassen, sondern wir sagen, was ist in der Realität das, was man wiederfindet in den Gewässern? Was sind das für Stoffe, die zusammenwirken? Und da ist ja ganz klar, wir auch schon von gewissen Vertretern vom Bauernverband mitgeteilt worden, mal mit Cocktailmischungen, da haben wir ein Problem. Und da heisst es eben, dass man eigentlich wirklich die Produzenten, sei es von Pharmazeutika oder von Pflanzenschutzmitteln, wirklich zur Rechenschaft ziehen müssen und es eigentlich ermöglichen können, dass man tatsächlich solche Wirkstoffe zugelassen haben, wo man 100% wissen, sie haben keinen Einfluss auf unsere Gesundheit, auf die Gesundheit der Umwelt oder von anderen Lebewesen. Und in dem Sinn nicht einfach eine Gewinnmaximierung ermöglichen, die es erlaubt, die intensive Landwirtschaft, wie wir sie heute kennen, weiter zu betreiben. Darum ist wirklich auch mehr die Frage, was wollen wir wie konsumieren und ist es sehr resilient längerfristig, das heisst mit mehr Extremwetterereignissen, mit mehr Instabilität. Ein ganz guter Weg sind die Piwi-Sorten. Das sind Sorten, die eben widerstandsfähig sind gegen Pilze. Das heisst, die Fungizide, die eben wirken gegen Pilze, muss man dann nicht mehr einsetzen. Das ist wichtig. Aber in diesem Zusammenhang geht es eigentlich auch um den Konsum. Also die Leute, die Wein trinken, können vermehrt biologischen Wein trinken, vermehrt Wein trinken, der eben aus diesen Piwi-Sorten hergestellt wurde. Das ist für mich eigentlich die einzige Zukunft. Ich meine, niemand geht gerne spritzen. Und gerade so Jahre wie das letzte Jahr, es ist enorm. Und von dem her absolut Piwi-Forschung unterstützen. Und es gibt sehr viele Leute, ich glaube eben Frankreich und Deutschland und die Schweizer sind dran. Dass wir da relativ schnell sehr interessante Lösungen werden.